Ja, nächstes Thema ist WordArt. Das findet man unter Einfügen, WordArt. Wenn ich mir hier dann eine entsprechende Vorformatierung heraussuche, dann geht auch schon dieses Textfeld mit dieser Formatierung auf. Der Text ist schon markiert, das heißt, ich brauche den hier nur überschreiben. Andere Möglichkeit wäre zu sagen, ich schreibe hier einfach meinen Text rein, den ich als WordArt haben möchte. Ich markiere diesen Text. Und dann sage ich ebenfalls einfügen, WordArt, suche mir eine entsprechende Markierung heraus und klicke die an und dann habe ich diesen Text als WordArt formatiert. Ich kann jetzt dieses fertige WordArt entsprechend verändern. Ich kann die Textrichtung entsprechend verändern, auf die andere Seite oder wieder horizontal ausrichten. Oder ich habe jetzt hier noch weitere Möglichkeiten. Ich kann hier zum Beispiel einen Schatten hinzufügen. Ich hätte die Möglichkeit, hier so ein Leuchten noch hinzuzufügen, Abschrägungen vorzunehmen. Oder was jetzt vielleicht ganz interessant wäre, weil man das aus den Vorgängerversionen von Word noch kennt, die Transformation, dass man hier praktisch diese Buchstaben dann in einer bestimmten Form formatiert, also entweder als Bogen oder als Kreis. Das kommt natürlich bei den wenigen Buchstaben nicht direkt als Kreis heraus. Oder hier diese Wellen oder von oben nach unten größer werdend. Das kann man hier dann so entsprechend formatieren. Wer jetzt die ursprünglichen WordArt-Formatierungen sucht, die sind hier in diesem neuen Word nicht mehr drin. Hier muss man sich eines kleinen Tricks bedienen. Und zwar dieses Dokument, wenn ich das speichere, ist ja standardgemäß als Word-Dokument, also als DocX gespeichert. Wenn ich allerdings hergehe und sage, ich möchte das Ganze in der Vorgängerversion speichern, also Word 97 bis 2003, dann wird mir hier schon darauf hingewiesen, dass sich diese Texteffekte, dass sich die verlieren werden. Das sieht man hier auch entsprechend. Ich gebe jetzt hier nochmal WordArt ein. So, und wenn ich jetzt in diesem normalen Dokument, also in der Vorgängerversion, man sieht hier auch, der Dateiname oder die Dateiendung ist auf Doc geändert worden. Die ursprüngliche war DocX. Wenn ich das wieder haben möchte, könnte ich den hier konvertieren. Aber jetzt schauen wir erstmal, was passiert, wenn ich jetzt normalen Text als WordArt formatiere. Und ich sehe jetzt hier auch, ich habe jetzt hier meine ursprünglichen WordArt-Formatierungen wieder zur Verfügung, so wie ich das von damals kenne. Das hier zum Beispiel, habe ich das T vergessen. Und ja, das ist also die Formatierung. Und wir haben hier eine weitere Registerkarte, WordArt Tools. Die taucht in der also in der 2010er, 13er Version nicht auf. Ich habe auch hier WordArt-Formate, habe ich hier nochmal zur Verfügung und kann entsprechend dieses WordArt nochmal abändern. Wenn ich jetzt allerdings dieses Dokument nochmal konvertiere, ich speichere das Ganze jetzt als normales Word-Dokument, also da habe ich dann, schauen wir nochmal rein, ein DocX, also jetzt das aktuelle für Word-Format. Und wenn ich hier drauf klicke, dann habe ich ebenfalls nochmal die WordArt Tools da und kann auch entsprechend diese Änderungen vornehmen. Also, ich muss mich hier also eines kleinen Tricks bedienen. Ich muss also das DocX Format als normales Doc-Format speichern, also in einer Vorgängerversion. Dann kann ich dieses WordArt formatieren und kann es dann zurück speichern in ein DocX-Format und habe dann hier nochmal die verschiedenen Möglichkeiten an WordArt-Formatierungen zur Verfügung.